Ja, hallo meine Lieben. Wenn es euch interessiert, wie ich an einem Tag meinen Haarausfall gestoppt habe, dann bleibt doch einfach dran. Ich erkläre im Anschluss die Anwendung, ja, wie man den Allergietest macht und wie man es aufträgt. Ja, und ich erkläre euch auch, wie ich es geschafft habe, dass meine Haarfollikel wieder Haare sprießen lassen. Ja, und das war ich beim Kaffee trinken. Und dann habe ich mir gleich mal ein paar Punkte notiert, die mir jetzt so auf Anhieb eingefallen sind, wie hilfreich DMSO bei mir schon war, in sehr, sehr vielen Fällen. Ja, es kann zum Beispiel Schwellungen oder Einblutungen sehr schnell abbauen. Spreche ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich eine Einblutung eben im Auge hatte und die auch erfolgreich mit DMSO-Augentropfen behandelt habe. Die kann man auch sehr gut selber anfertigen. Ich habe auch ein Video dazu veröffentlicht. Ja, es kann entzündungshemmend wirken, schnell Schmerzen lindern. Es könnte auch keimabtötend wirken, die Wundheilung beschleunigen oder auch muskelentspannend wirken. Ja, und jetzt kommen wir gleich zum Allergietest. Den empfehle ich immer, wenn man DMSO noch nicht kennt. Achtet bitte immer auf Sauberkeit und am besten vorher und nachher immer die Hände waschen. Für den Allergietest kann man so ein kleines Gläschen verwenden, kann auch Porzellan sein, aber bitte nicht aus Kunststoff. Ich habe jetzt hier eingefüllt 3 Tropfen Wasser und 7 Tropfen DMSO. Ich habe ja das DMSO von Narayana immer zu Hause, das ist ja auch mit Pipette, kann man da so sehr leicht dosieren. Und den Link findet ihr wie immer im Profil, falls ihr es bestellen möchtet. Ja. Für diese Mischung oder allgemein bei DMSO sollte man eben reines Wasser verwenden. Ja, man kann bloße Mineralwasser benutzen oder abgekochtes, destilliertes Wasser. Ja, und wenn ich irgendwas ja, bei Wunden behandeln möchte, dann benutze ich sogar steriles Wasser. Ihr reinigt jetzt die Innenseite vom Arm, das sollte nämlich auch ganz sauber sein. Und ja, am besten ihr geht über ein Waschbecken. Ich habe jetzt hier so eine Pipette separat zu Hause, die ist auch ganz sauber. Und da kann man jetzt zum Beispiel diese Flüssigkeit aufsaugen, dann hat man sie ja in der Pipette. Geht ihr über dieses Waschbecken und tragt es auf den Innenarm auf. Man kann es ganz leicht verteilen, dann 25 bis 30 Minuten einwirken lassen. Es trocknet dann ein bisschen ab. Ja, und in dieser Zeit sollte also es mit nichts in Verbindung kommen. Und wenn es zum Jucken und zum Kribbeln anfängt, das ist ganz normal bei DMSO, weil es wirklich sehr stark die Durchblutung fördert. Falls ihr irgendwie eine unangenehme Reaktion haben solltet, dann einfach mit Wasser wieder abwaschen. Ja, vielleicht ist es dann für euch nicht so geeignet. Aber dann wisst ihr wenigstens, wie ihr auf DMSO reagiert. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich DMSO auf der Kopfhaut anwende. Am besten vorher natürlich die Haare waschen, damit die Kopfhaut ganz sauber ist. Dann könnt ihr auch nochmal nachspülen, wenn ihr ganz sicher sein möchtet, mit eurem reinen Wasser. Dann kann man eine Mischung herstellen, so hoch dosiert, wie ihr das für euch entscheidet. Ich habe damals bei meinem Haarausfall es hochdosiert angewendet, aber naja gut, fürs erste Mal würde ich euch das nicht empfehlen, weil es wirklich sehr juckt. Dann könnt ihr wieder so ein Gläschen benutzen und für jede einzelne Anwendung also eine Mischung herstellen. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel euer gereinigtes Wasser einfüllen und eine Mischung mit 25% DMSO oder 50% DMSO. Ja, ich habe sogar 75% DMSO verwendet. Und dann am besten, wenn ihr eben wieder so eine extra Pipette habt, damit aufziehen und dann die Haare so abteilen und dann mit der Pipette ganz vorsichtig, also jetzt sind meine Haare natürlich trocken, eure wären ja nass, dann kann man das hier so abscheiteln und dann überall hier auf die Kopfhaut auftragen und das hier ganz am ganzen Kopf natürlich, auch hinten. Noch besser wäre es, ihr hättet jemanden zu Hause, der das für euch dann macht. Ja, und dann ganz leicht nur mit den Händen so verteilen. Mehr braucht ihr da wirklich gar nicht machen.
Ja, ihr könnt es dann einwirken lassen, 25 bis 30 Minuten. Bitte dann keine Styling-Produkte in dieser Zeit verwenden. Nach 30 Minuten sollte es kein Problem mehr sein. Also für mich habe ich es so entschieden. Ja, oder ihr wascht es einfach nochmal aus. Ja, die nächste Variante wäre, ihr benutzt einfach hier so ein sauberes Apothekerfläschchen. Da könnt ihr dann auch euer reines Wasser einfüllen und dann zum Beispiel auch eine 50-prozentige Mischung herstellen oder 75% DMSO oder nur 25. So wie ihr es eben vertragt auf eurer Kopfhaut, da es eben zum Jucken anfängt. Meistens eben diese 10 bis 15 Minuten. Ja, und ich habe für mich aber festgestellt, wenn ich DMSO hochdosiert verwende, dann wirkt es bei mir besser gegen Haarausfall, als wenn ich es nur sehr niedrig dosiere. Ja, und da es eben zum Jucken anfängt, habe ich mir das damals so überlegt, dass ich Bioricinusöl dann dazu verwende, weil dann einfach der Juckreiz weg ist. Ja, ich verwende dieses Bioricinusöl von Narayana und es gibt es auch als Set mit DMSO zusammen. Bioricinusöl hat ja diese Wirkung, dass es reich an Vitamin E ist. Es enthält Mineralien, Proteine, nützliche Fettsäuren, versorgt die Haarfollikel mit Nährstoffe, die Haare werden voller und glänzender. Es spendet sehr viel Feuchtigkeit, es kann gegen Kopfhautjucken helfen oder gegen Schuppen und soll ja auch das Haarwachstum fördern. Ihr könnt es auch an den Wimpern anwenden, die sollten auch voller und länger werden. Dazu gibt es ja auch sehr viele Berichte. Ja, und ich verwende es eben hauptsächlich für die Haare an der Kopfhaut. Diese DMSO-Wassermischung habe ich damals bei meinem starken Haarausfall täglich angewendet. Aber DMSO kann auch die Kopfhaut austrocknen und deswegen sollte man auf jeden Fall auch ein gutes Öl dazu verwenden. Also wenn ihr das aufgetragen habt, das DMSO, dann teilt ihr wieder die Haare so in Strähnchen ab. Ja, und dann könnt ihr diesen Spender hier nehmen und auf die Fingerspitzen auftragen und dann direkt hier so einmassieren. Oder ihr teilt die Haare ab und nehmt direkt den Spender hier auf die Kopfhaut, auch ein bisschen verteilen und dann 2 Stunden einwirken lassen. So mache ich es auf jeden Fall. Und dann einfach mit Shampoo auswaschen. Genauso kann man es auch über Nacht einwirken lassen. Ich finde dann die Wirkung sogar noch besser. Ja, jetzt habe ich euch alles sehr ausführlich erklärt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass euer Haarausfall auch weggeht. Alles Liebe, eure Rosi.